Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir sind immer noch im Museum und müssen uns jetzt um den Pinguin kümmern, den wir jetzt schlussendlich holen können. Erstmal müssen wir uns dafür natürlich dieses Floß hier heranziehen. Das benötigen wir dafür, denn sonst kommen wir nicht herüber. Zack. So, und jetzt mal gucken, ob das alles so funktioniert, ohne dass ich ins Wasser falle. Ja, cool. Und auf geht's. Dahin. Und noch ein Stück darüber. Oh, verdammt! Zack, 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 zack. Verschwinde, du blödes Viech! Wow, was für ein Mist, dass Batman nicht richtig ausgerüstet ist. Ihm fehlt dann nur nicht etwas, nämlich dieses hier. Gib mir schnell den Anti-Haifisch-Bat-Spray! Okay, weiter geht's. Na komm, gib mir den Greifer. Geht doch. So, jetzt gehen wir gleich mal auf den Frequenzunterbrecher. Den Systemunterbrecher und greifen uns Pinguin. Steht hier noch so ein dämlicher Pinguin rum? Scheint nicht so. Okay, alles klar. Auf geht's. Du bist wohl hier, um es nochmal zu versuchen. Ah, halt! Ah, shit. Das war nicht gut. Ah, das war... Mann! Das war nicht so geplant. Halt still! So, wo ist der Aufgang dahin? Ich muss immer warten, bis er fertig ist mit Schießen und dann kann ich da durch. Suchst du Streit? Ja, dann komm! So, Pinky, jetzt schieß mal. Das ist mein Pinguin. Ich sag dir was, Batman. Einen Versuch. Ey. Der Unterbrecher funktioniert auf diese. Komm, ich hab doch. Versuch's. Es sei denn, du hast Angst. Ich sollte den Sicherheitsunterbrecher aktivieren. So, Pinky. Der Kerl ist irre. Jetzt versuch's mal. Was? Und runter mit dir, Vollidiot. Ha, erwischt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und schon wieder bricht die FPS-Zahl ein. Es ist zum Kotzen. Du bist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was zum... Oh oh. Ich wollte dir helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von hier abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, was hat er jetzt vor? Oh, nicht traurig sein. Ich hab eine kleine Überraschung. Das ist doch nicht der, für den ich ihn halte, oder? Oh nein. Das fehlte mir auch noch. Okay, der Kampf ist nicht ganz einfach. Das Problem liegt aber in dem Fall nicht an dem Kampf an sich, sondern an der PC-Steuerung. Ah!
So. Ja. Denn ich muss mich hier... Ah, halt da nicht rein. Ich muss mich nämlich bewegen, ihm ausweichen. Und... zudem noch diese Dinger sprengen. Das ist alles nicht ganz so einfach. Weil ich das... schnelle Zeug... Ja, genau, weil ich das schnelle Zeug nämlich nur über die Doppeltaste nutzen kann. Also Doppel 3 für das schnelle Explosivskill, Doppel 1 für die schnelle Batrang, Doppel 2 für die schnelle Batclaw. Das ist ein bisschen schwierig. Gerade wenn man dann mit Ausweichen und so Kram noch dabei beschäftigt ist. Ich habe noch keine Lust, jedes Mal ins Hauptmenü zurückzugehen, das da umzustellen. Es wäre einfach, wenn man das im Spiel einfach machen könnte. Nicht wahr? Zum Glück ist dieser Knabe unsterblich. Shit. Ah, Mann. Sprengen, zack. Lass sie in Ruhe. Nein, will ich... Ah! Shit. Gott, ey, steht mich wieder dämlich an. Das gibt's überhaupt nicht. Und den hatte ich, glaube ich, auch schon gewonnen, ne? Oh, meine Güte. Randy, lass mich in Ruhe. Super. Ah, toll. Diese Steuerung, die bringt mich noch ohne Verstand hier. Weg, gesagt. Ich fange gerade erst an. Meine Güte. Sprühe das Zeug da jetzt drauf, verdammt. So, weg. Und ich bin fast tot. Dankeschön. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Diese kleinen Viecher, die dann da immer lang laufen, sind schon ein bisschen unangenehm. Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten. Das geht nicht. So, jetzt muss ich ihn ausschalten. Und das soll es gewesen sein, hoffe ich. War klar, dass das noch nicht alles war. Ich kann alles. Ich bin Batman. So, jetzt komm schon, Grundy. Gib doch endlich auf. So, hier müssen wir rauskämpfen jetzt, weil wir sonst ständig Energie verlieren. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Kämpfen, 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 kämpfen. Los, Batman, befreie dich. Los, du hast es fast. Raus, komm schon. Na endlich, geht doch. Ja, ich hab das gleiche Spiel nochmal. So, zack, weg damit. Ah. Ich spür das schnelle Bettzeug dahin, verdammt. So, geht doch. So, erledigt. Geht doch. So, jetzt muss ich den Grundy mal eben platt machen. Das war's dann auch. Du bist erledigt, Grundy. Zack, 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 zack. Und ein bisschen Combo reinhauen hier. Combo. Und raus damit. Hey! Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Jo! Das ist dämlich, Alter. Und erledigt. Zack, 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 zack. Genauso wie das sein muss. Und. Bam! Ha! So wie sich das gehört. Das war's, Pinguin. Wo ist Cobblepot? Ja, sowas. Wen haben wir denn da, Mr. Freer? Ach, hast du verdient. Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Du wirst das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Oh.
das Heilmittel, Freeze? Es gibt keins. Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. So sieht es aus. Das machen wir nur eben mit dem Scanner. Zack, 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 da. Hier ist er doch. So, Blutprobe. Und den Stufenanstieg haben wir auch noch dazu. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Ra's oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Okay, aber das machen wir erst beim nächsten Mal, wenn sie das Let's Play Batman Arkham City. Bis dann.